Na du Ehrenmann? Funky, gut, dass du da bist. Ich tue jetzt nämlich noch was für den Stream-Highlight-Kanal. Guck mal, was ich jetzt mache. Und zwar hatten die Jungs von Transfermarkt.de mich bei Insta angeschrieben und meinten, ich soll mir mal deren Video zu Schalke reinziehen. Die wollen meine Meinung dazu wissen, was der Schalke-Experte sagt. Spaß. Ziehen wir uns rein, Alter. Die Schalker Chaos-Chronik vom Champions-League-Aspiranten in die zweite Bundesliga, Transfermarkt. Ich bin gespannt. Wehe, da ist Copyright-geschütztes Material drin und der Stream wird runtergenommen. Transfermarkt.de, dann haben wir ein großes Problem. Aber hier wird nur mit Bildern gearbeitet, finde ich gut. Ich bin gespannt. Dann machen wir mal. TV Special. Der Absturz des FC Schalke 04. Nach der Niederlage gegen Bielefeld ist der Abstieg in die zweite Fußball-Bundesliga besiegelt. Wie es dazu kommen konnte, was die Ursachen und Probleme waren, die zum Fall der Königsblauen geführt haben, zeigen wir euch jetzt. Die Chronik. 17. Januar 2020. Der FC Schalke bezwingt den damaligen Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach zum Rückrundenstart nach Toren von Michael Gregoritsch mit 2:0 und steht nach dem Spieltag auf. Ich war einfach im Stadion. Ich war einfach im Stadion und dachte, wir kommen safe in die Champions League. Tut weh. Platz 5 in der Bundesliga. Nahezu jeder denkt spätestens nach diesem Sieg an die Teilnahme an der Europa- bzw. Champions League. Einfach punktgleich mit Dortmund. Einfach bessere einfach die zweitbeste Defensive der Liga gehabt. Ein Jahr später 76 Gegentore. Das immer. Einfach nur Gladbach hatte eine bessere Defensive und die haben wir da gerade 2:0 abgezogen. Jappa. Cool. Jetzt League. 25. Januar. Nur eine Woche nach dem überzeugenden Auftritt gegen die Fohlen gab es die erste richtige Packung. Eine 0:5 Niederlage gegen den FC Bayern. Ja, gegen die Bayern kann man mal so hoch verlieren. Das denken sich zu diesem Zeitpunkt wohl die meisten. Schalke steht immerhin noch auf Platz 6. Kein Grund zur Sorge. 22. Februar. Schalke reist nach 3 Unentschieden in Folge gegen die Kellerkinder Hertha, Paderborn und Mainz zu RB Leipzig. Und ich habe nach dem Leipzig-Spiel angesagt, Männer, wir sind in der Krise. Und da haben mich alle noch ausgelacht und meinten, ah, Broski, du übertreibst, bla bla bla, das ist normal, dass eine Mannschaft mal ein bisschen einstürzt. Da habe ich angefangen, nach dem Leipzig-Spiel, beziehungsweise spätestens, ich glaube, eine Woche danach, war dann das Pokalspiel gegen Bayern, was die 1:0 verloren haben. Und dann alle sich einen darauf abgeschlackert haben, dass wir gegen Bayern so gut gespielt haben. Und da weiß ich noch ganz genau, habe ich einen Real Talk gemacht und im Stream gesagt, Männer, wo kommen wir hin, wenn wir 6 Spiele am Stück oder so nicht gewinnen und uns dann gegenseitig erzählen, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind und eine Reaktion gezeigt haben. Ja, der Rest ist Geschichte. Im Topspiel gibt es die nächste Packung. Wieder ein 0:5. Vor allem die Art und Weise der Niederlage macht den Schalker Anhängern Sorgen. Da haben wir, glaube ich, noch 45 Sekunden 1:0 hinten gelegen. Weiß noch ganz genau, Alter. Ich stand in der Nordkurve, Finn hat jedem 2 Bier mitgebracht. Ich habe 2 Bier in der Hand, nimm einen Schluck. 1:0 hinten, perfekt. Nahezu kampflos ergibt man sich seinem Schicksal. Vor allem Keeper Nübel patzt. 25. Februar. Trainer David Wagner hält weiterhin an Keeper Nübel fest. Er wolle keine Torwartsdiskussion anfangen. Nübel steht nach der Bekanntgabe seines Wechsels zum FC Bayern bei den Fans unter genauer Beobachtung, leistete sich viele Patzer. Zudem musste er auch die Kapitänsbinde im Januar abgeben. 16. Mai. Der FC Schalke hat mittlerweile seit 7 Spielen nicht mehr gewonnen. Nach der Corona-Unterbrechung findet das erste Spiel nun ohne Zuschauer wieder statt. Ausgerechnet das Derby gegen den BVB und das verliert Königs... Da hat man so krass gemerkt, was die Spieler für einen Fitnessrückstand hatten gegenüber allen Bundesligamannschaften. Ne? Das war so heftig, mit was für einer desolaten Fitness unsere Mannschaft aus der Corona-Pause gekommen ist. Ne? Das war geisteskrank. Ich glaube bis heute fest daran, dass die damals dachten so, ja, ist Corona, wir trainieren halt einfach nicht. Den Leuten irgendwie Fitnesspläne für zu Hause entwickeln, scheiß drauf. In der gleichen Zeit ist Leon Goretzka zu einem Bodybuilder geworden. Super. Gut genutzt die Zeit. Königsblau sang und klanglos mit 0:4. 3. Juni. Schalke sorgt mit seinem Härtefallantrag für einen Shitstorm. Die Reaktionen im Netz... Oh, das war auch richtig frech. Das war auch richtig frech. Wo du begründen müsstest, warum du dein Geld von den Tickets zurückhaben wolltest. Es reichten von erschüttert bis fassungslos. Ein Beispiel, ihr fahrt den Verein mit Ansage gegen die Wand. Sportlich, wirtschaftlich, kommunikativ. Es ist zum Fremdschämen.
Ursprünglich hatte Schalke 04 getwittert: Den Rest deines Gutscheins kannst du dir ab dem 1. Januar 2022 auszahlen lassen. Ab da war komplett vorbei, ehrlich. Wenn persönlichen Lebensumstände und zumutbar ist, kannst du deine Auszahlung natürlich auch vorher verlangen. Damit der FC Schalke 04 in seiner Vereinsfamilie einheitlich und fair mit den Härtefallanträgen vorgehen kann, benötigen wir genaue Informationen von dir. Man brauchte also eine Begründung, um sein Geld zurückzuverlangen. Damit hatte man es sich bei den Fans verscherzt. Schalke entschuldigte sich noch am gleichen Tag, dennoch verlor man viel Ansehen bei den Fans. 15. Juni. Der Kumpel und Malocher-Club leistet sich den nächsten Fehltritt. Boah, das war auch so krass, ne? Und da ging's los und da hast du gemerkt, also schon vorher, wie heftig der Verein finanziell einen Schaden hat. Also vor allem auch durch Corona, das hat so nochmal den letzten Sargnagel da reingehauen, aber das war auch krank. Einfach 24 Fahrer der Knappenschmiede gekündigt, die auf 450-Euro-Basis da gearbeitet haben. Der Verein kündigt 24 Fahrern der Knappenschmiede. Sie waren auf Minijob-Basis angestellt, zum Teil Rentner und oder Schwerbehinderte. Die Betriebsratsvorsitzende Martin... Ein Kumpel- und Malocher-Club. Liebe Grüße. Herr Lenz nennt die Kündigungen sozial verantwortungslos. Mittlerweile sind viele immerhin in anderen Bereichen im Club tätig, zum Beispiel Greenkeeping oder im Bereich Fanbelange. 27. Juni. Schalke verliert auch das letzte Spiel der Saison mit 0-4 gegen Freiburg. Die Königsblauen beenden... 4-0 gegen Freiburg können wir ja. 12. In der Rückrunde... Einfach Anfang der Rückrunde 21 Gegentore, Ende der Rückrunde 58 Gegentore. Aber hey, nach so einer Rückrunde mit einem Sieg am 18. Spieltag, da können natürlich auch mal die Alarmglocken angehen, dass man vielleicht im Sommer den Kader irgendwie punktuell verstärken sollte, vielleicht auch über einen neuen Trainer nachdenken. Nee, Bruder, lass uns einfach genauso weitermachen wie vorher. Wir haben ja eine gute Hinrunde gespielt. Lass noch einer unserer besten Spieler, lass noch einen McKenny abgeben, lass noch einen Caligiuri abgeben, weil wenn du in der Rückrunde nur ein Spiel gewinnst, Bruder, da kannst du ja deinen Kader noch verschlechtern. Also ich meine, wer hätte nach der Rückrunde damit rechnen können, dass wir um den Abstieg spielen in der neuen Saison? Also. In Tabelle belegt S04 aber Platz 17 mit gerade einmal 9 Punkten. Das ist die Rückrundentabelle. Und nach so einer Rückrunde, nach so einer verschissenen Rückrunde halten die am Trainer fest, und mach einfach so weiter wie vorher! Was ist das? Bruder! Alter! Herr im Himmel, Alter! Nur Paderborn war mit 8 Punkten noch schlechter. Seit dem 17. Januar 2020 wartet der Verein mittlerweile auf einen Sieg. 30. Juni. Nach 26 Jahren im Verein tritt Aufsichtsratsvorsitzender zurück. Wenige Tage zuvor demonstrierten während der 0-4-Niederlage der Knappen in Freiburg 1000 Fans gegen den Schalke-Boss. 29. Juli. Schalke braucht einen Kredit, um den laufenden Betrieb aufrechterhalten zu können. Benötigt werden 35 Millionen Euro. Vom Land Nordrhein-Westfalen erhält Schalke für das Darlehen eine Bürgschaft. Dann erfolgte der Start in die neue Bundesliga-Saison. 18. September 2020. David Wagner nach wie vor auf der Trainerbank, trotz der miserablen Rückrunde 2019-2020. Statt den Übungsleiter zu entlassen, entschied sich Jochen Schneider eher dazu, zwei Athletiktrainer rauszuschmeißen. Gebracht hat es nichts. Der Bundesliga-Auftakt zur neuen Saison geht mit 0-8 gegen die Bayern verloren. Da war ich rotzevoll, Alter. Und dann kam das Spiel gegen Bremen. Und da gab es ja nochmal eine kleine eigene Geschichte in Zusammenhang mit mir dazu. Aber die Geschichte ist zu Ende erzählt. 26. September. Ozan Kabak spuckt den am Boden liegenden Werder-Profi Ludwig Augustinsson an. Vom DFB erhält der Innenverteidiger 4 Spiele Sperre plus eine 15.000 Euro Geldstrafe. 27. September. Da auch das Spiel gegen Werder verloren wurde, 1-3, wird David Wagner nun doch entlassen. 3 Tage später. Ja, auch wirklich geil, ne? Also du bist so schlecht in der Rückrunde, hältst am Trainer fest und dann gibst du ihm in der neuen Saison 2 Spiele, um ihn dann doch zu entlassen. Was ist das? Und dann kommt Naldo als Co-Trainer. Und warum kommt er als Co-Trainer? Ja, weil er Naldo ist. Weil er mal Schalker war. Und der hat zwar keine Trainerfähigkeiten, hat keine Trainerlizenz oder sonst irgendwas, aber ey, er ist Naldo.
Ja. Schneider cool. Holt Manuel Baum als Nachfolger. Naldo wird sein Co-Trainer. 3. Oktober. Das erste Spiel unter dem... Alleine wie die Saison schon losging, Alter. Alleine wie die Saison schon. Guck dich das mal an. Eigentlich war ja. Ja, neuen Trainer wird nicht besser. 0-4 in Leipzig, 0 Punkte und 1-15 Tore nach 3 Spielen. In 57 Bundesliga-Jahren startete noch kein Club schlechter als Schalke 04. 23. November. Nächster Knall bei S04. Nicht, dass auch in den fast 2 vergangenen Monaten immer noch kein Sieg in der Bundesliga kommt jetzt das mit Ibisevic? Ist. Nun gibt es auch interne Machtkämpfe. Co-Trainer Naldo und Vedat Ibisevic geraten im Training heftig aneinander. Ey, wir sind bei 5 Minuten und es ist jetzt schon genug Scheiße für 2 oder 3 Jahre passiert. Und wir sind bei der Hälfte. Und das Ganze streckt sich hier über ein bisschen mehr als ein Jahr. Und das Erbärmlichste an der Geschichte ist, dass die Ibisevic im Winter angefragt haben, dass er zurückkommt. Das ist das Beste. Schalke schmeißt den Stürmer raus. Auch Bentaleb und Haritz werden suspendiert. Kaderplaner Reschke muss ebenfalls gehen. 18.12. Die nächste Entlassung folgt circa einen Monat später. Nach 10 Spielen im Amt muss auch Manuel Baum den Trainerstuhl räumen. Seine Bilanz 4 Remis plus 6 Niederlagen. Mittlerweile ist Schalke seit 28 Spielen ohne Sieg in der Bundesliga. Mit 4 Punkten ist man Tabellenletzter. Für 2 Spiele übernehmen Huub Stevens und Mike Büskens die Mannschaft. 27.12. Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk wollte Sportvorstand Jochen Schneider den Fans von Königsblau noch machen. Schalke vermeldet an diesem Tag ihren neuen Trainer. Es wird Christian Groß, der aus seiner Trainerrente reaktiviert wird. Für viele kommt diese Entscheidung sehr überraschend. Bro, Jochen Schneider hat ein Scouting-Netzwerk von... Ja, der war mal bei Stuttgart. Und das war's! Oh mein Gott. Jochen Schneider und die Trainerentscheidung. Auch eine gute Love-Story gewesen. 9. Januar 2021. Neues Jahr, neues Glück. Schalke kann die Einstellung des Rekordes von Tasmania Berlin gerade... Ich bleibe bis heute dabei, das war ein Bug. Und ich glaube, Hoffenheim wurde bezahlt. Und Matthew Hoppe, das war eigentlich Messi und der hat sich verkleidet. Der hat sich verkleidet. Das 4-0 gegen Hoffenheim war ein Bug. Ich weiß bis heute nicht, wie das funktionieren konnte. Harit war auf einmal Prime Moments Ronaldinho und Hoppe war Messi. Gerade noch einmal verhindern. Nach 30 sieglosen Spielen am Stück konnte Hoffenheim mit 4-0 bezwungen werden. 21. Februar. Etwas mehr als einen Monat später taumelt Schalke weiter der zweiten Liga entgegen. Viele Anhänger haben sich wohl schon damit abgefunden. Die Konkurrenz punktet und das rettende Ufer rückt in weite Ferne. Nach der nächsten deutlichen Derby-Pleite 0-4 stürmen 25 in Anführungsstrichen Chaoten das Teamhotel in Gelsenkirchen. 27. Februar. Meuterei auf Schalke. Mit Klaas-Jan Hünteler, Sead Kolasinac. Digga, nichts gegen Hünteler, nichts gegen Kolasinac und bei Gott auch nichts gegen Mustafi. 2 davon sind ja hier Vereinslegenden. Aber wie kann man denn 3 Wochen in einem Verein spielen und dann auf einmal eine Trainerrevolte starten? Vor allem mit welcher Berechtigung startet Mustafi eine Trainerrevolte? Kann man das mal bitte einer erklären? Also ich meine, klar, der Typ war lost. Der Typ war mindestens 30 Jahre zu alt für einen Trainerposten, gar kein Disrespekt. Der konnte nicht mal Spielernamen aussprechen und hat Training gemacht mit, hallo Leute, 3 Platzrunden und dann machen wir Spiel. Aber Bro, wie frech. Natsch und Skodran Mustafi sollen 3 Profis gegen den Trainer Groß rebellieren. Sie fordern die Ablösung des Schweizers und ein neues Trainergespann aus Büskens und Norbert Ilgert. Nur einen Tag später. Der nächste Trainer muss seinen Hut nehmen. Christian Groß wird nach der Blamable... Stimmt, da haben wir einfach... Das war auch geil. 28, einfach alle entlassen. Gib ihm, Junge. Einmal, zack. Das war auch gut. Ein 1-5 Pleite gegen Stuttgart entlassen. Auch Sportverstand Jochen Schneider, Teammanager Sascha Rieter und Co-Trainer Rainer Wiedmeier müssen gehen. 2. März. Neue Runde, neues Glück. Die nächste Trainervorstellung in Gelsenkirchen. Jetzt soll es Dimitrios Kramotsis richten. Er bekommt seinen Vertrag bis Juni 2022. Er ist der... Ich wette um ganz viel Geld, dass der nächste Saison nicht auf der Trainerbank sitzt. Aber das war auch so dämlich, dass sie da nochmal einen neuen Trainer geholt haben. Einfach Interimslösung. Der Typ ist ja jetzt schon verheizt, nach gefühlt 3 Spielen. So dämlich auch schon wieder gewesen. Ich habe nichts gegen den. Ich kann dir nicht mal einschätzen, ob der ein guter Trainer ist oder nicht. Der macht voll den sympathischen Eindruck. Aber den jetzt nochmal in die Saison dahin zu stellen,
Ey, ob du jetzt mit einer Interimslösung absteigst mit 200 Millionen Gegentoren oder mit Gramotz, ist auch scheißegal, Alter. Das war einfach nur nochmal unnötig einem neuen Trainer einen Vertrag geben. Fünfte Trainer in der aktuellen Saison von Schalke 04. 12. März. Die Suche nach einem neuen starken Mann auf Schalke läuft weiterhin. Gesucht wird ein neuer Sportvorstand. Der Name Ralf Rangnick fällt. 13. März. Ralf Rangnick sorgt für Diskussionen und Streit im Aufsichtsrat. Nicht jeder ist mit Rangnick als neuem starken Mann auf Schalke einverstanden. 20. März. Nach Gesprächen zwischen Schalke und Rangnick und zahlreichen Berichten über Streitigkeiten im Aufsichtsrat aufgrund der Personalie sagt der 62-Jährige offiziell ab. Als Grund nennt er, Zitat, zahlreiche Unwägbarkeiten innerhalb des Vereins, Zitat Ende. Nächster Tiefpunkt für die Anhänger von Schalke, die in Rangnick die letzte Chance auf einen guten Umbruch und Neustart in Liga 2 gesehen haben. 31. März. Etwas mehr als eine Woche nach der Absage von Rangnick macht Schalke Peter Knäbel zum neuen starken Mann in Gelsenkirchen. Die A-Lösung Rangnick wollte nicht, eine andere Alternative wurde wohl nicht gefunden. So versucht das S04 jetzt mit einer internen Lösung, die schon in der jungen Vergangenheit nicht wirklich helfen konnte, die Situation ins Positive zu wenden. 3. April. Winterneuzugang Skodran Mustafi wird aus dem Kader für das Spiel gegen Bayer Leverkusen gestrichen. Berichten zufolge sei Gramotzis enttäuscht vom Innenverteidiger. Ja, Bro, weil er scheiße ist. Aber wie kommst du denn auch auf die Idee? Wie kommst du denn auch, also gar kein Disrespect an Mustafi. Ich glaube, er ist nicht mal so scheiße. Aber wie kommst du denn auf die Idee, einen Mustafi mit so gefühlt anderthalb Spielpraxis, also mit anderthalb Spielen Spielpraxis im Winter als Hoffnungsträger zu holen, der bei Arsenal schon ein Meme war. Der Typ wurde bei Arsenal über Jahre nur ausgelacht und belächelt. Und den steckst du in eine Mannschaft voller suizidgefährdete Spieler rein und denkst, der macht da Alarm oder was? Bro. Das ist so, als würdest du Raban von den wilden Kerlen auf einmal im Winter für einen Sturm verpflichten. Das macht auch keinen Sinn. Und ich hab vor Raban dicken Respekt, Mann. Raban, wichtiges Tor damals gegen den dicken Michi geschossen. Das kann Mustafi nicht von sich erwarten, ne? Grund, schlechte Trainingsleistungen sowie fehlende Selbstkritik nach den letzten Auftritten. Laut der Bild könnte es sogar sein, dass Mustafi kein Spiel mehr für die Königsblauen absolvieren wird. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. 6. April 2021. Schalke veröffentlicht seine Bilanz vom Jahr... Gib ihm! Jawohl! Läuft gut, Alter. 217 Millionen Schulden. Stabil. Sieht gut aus. Ja. 2020. Die Zahlen im Überblick. Verlust 2019 27 Millionen Euro. 2020 53 Millionen Euro. Der Umsatz 2019 275 Millionen Euro, 2020 174,7 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten steigen um 19 Millionen auf 217 Millionen Euro. Fast anderthalb Jahre nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach und den Hoffnungen auf die Teilnahme am internationalen Wettbewerb steht Schalke nun am Abgrund. Zweite Liga statt Champions League. Wer hätte das im Januar 2020 von euch gedacht? Eins ist nach dieser Chronik sicher, Fortsetzung folgt. Natürlich wie immer auch eure Meinung gefragt. Was sagt ihr zum Niedergang von S04? Was sind für euch die Hauptgründe? Danke fürs Zuschauen. Zwei Links noch. Oben die Playlist Transfermarkt TV. Ja, starkes Video. Sehr starkes Video. Gut aufgebröselt das Ganze. Mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, was sie noch vergessen haben. Aber zu dem Endsatz. Wer hätte damals gedacht, dass Schalke 04 absteigt im Januar 2020? Kann ich nicht mitreden. Also ich war da schon immer Realist. Ich habe auch gar nicht irgendwie... ich war auch irgendwie gar nicht gehypt nach dem Sieg gegen Gladbach. Also... eigentlich gar nicht. Wenn Meisterschaft anruft. Vor 66 Wochen. Ja, einfach mal bedeckt halten.